Guten Tag und herzlich willkommen zum Impuls vom Monat Januar in einem neuen Jahr 2021. Ich hoffe, dass Sie das alte Jahr gut abschliessen konnten und gut ins Neue hineingekommen sind. Ich möchte es gönnen. Weil selbstverständlich ist es nicht. Manche Leute haben Schweres erlebt in den letzten Wochen. Viele sind verunsichert. Ein Haufen auch einfach müde von all dem, was ist. Umso wichtiger drückt es mich, dass wir die guten Sachen sehen und würdigen, die es auch gibt. Dass das möglich ist, hat mir kürzlich eine Familie bewiesen. Es ist um die Abdankung gegangen, von der Frau und Mutter. Und sie haben als Predigttext den folgenden Vers ausgelesen. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich finde das einen sehr mutigen Satz, so für eine Beerdigung. Und gleich, er passt. Schauen wir es an miteinander. Warum sollen wir denn überhaupt Danke sagen? Manche von Ihnen werden Kinder haben daheim und sie wissen, wie das ist an der Weihnacht. Man freut sich an ein Geschenk und hinterher heisst es dann, gell, du schreibst dem Götti schon einen Dankeschön für das Weihnachtsgeschenk. Die Eltern wissen ja, es ist nicht selbstverständlich, dass der Götti immer wieder Geschenke schickt. Und das sollen die Kinder auch lernen und das würdigen, was Gott und Götti ihnen zu gut tun. Hinter dem einfachen Vorgang, man könnte sagen einfach Anstand, steckt ein ganzer Haufen Lebensweisheit. Es ist nämlich überhaupt nicht selbstverständlich im Leben. Es ist nicht selbstverständlich, wenn ein Kind auf die Welt kommt, gesund ist. Wenn es Eltern hat, die zu einem schauen. Wenn es in eine Schule gehen kann und einen Beruf lernen. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man Arbeit hat. Normal und selbstverständlich ist nicht das Gleiche. Und um, weil etwas regelmäßig und häufig passiert, ist es noch lange nicht selbstverständlich. Ganz viel hängt von anderen ab und noch mehr letztlich von Gott. Der Apostel Paulus nennt Gott den, der allem das Leben gibt. Das bedeutet, nur wenn Gott uns verwachen lässt, dann stehen wir am Morgen auch wieder auf. Nur wenn Gott uns Gesundheit und Kraft gibt, können wir arbeiten, können wir haushalten. Können wir feiern, können wir spielen miteinander. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk und letztlich von ihm, schreibt Jakobus in seinem Brief. Und damit liegt es eigentlich auf der Hand, dass wir Gott danken. Wenn wir schon das würdigen, was unsere Mitmenschen an kleinen Sachen für uns tun und Danke sagen dafür, wie viel mehr gehört denn Gott Dank für das Grosse, was er uns gibt? Das Leben. Kraft, Zeit, Möglichkeiten. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Interessanterweise steht in diesem Vers keine Aufzählung von Sachen, für was wir sollen genau danken. Das heisst einfach, in allem sagt Dank. In allem, was ihr tut, was ihr erlebt, auch was er erleidet. Wer an Gott glaubt, soll ihm in jeder Situation danken. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich meine, Gott danken, wenn man sich gut fühlt, das ist ja noch das eine. Das sollte man einfach nicht vergessen. Aber Gott danken, wenn man Probleme hat, wenn es einem schlecht geht, wenn man krank ist, vielleicht ans Bett gebunden oder wenn man sogar einen lieben Mensch verloren hat. Was gibt es denn da zu danken? Würden wir denn nicht viel besser jammern und klagen und vielleicht Gott um Hilfe bitten? So verständlich die Fragen sind, die letzte davon ist falsch gestellt. Klagen, bitten und danken, das ist bei Gott nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Wir dürfen klagen. Gott ermutigt uns sogar dazu. Wir dürfen alle unsere Sorgen mit ihm teilen. Er will nicht,
dass wir die Lasten von diesem Leben alleine tragen. Das ist die eine Seite. Die andere ist der Dank. Weil nur klagen, das wäre einseitig. Das könnte uns wie Seele aus dem Gleichgewicht werfen und es wäre auch nicht angemessen. Als Christen haben wir immer auch Anlass, um Gott zu danken. Egal was die Umstände sind. Und dafür gibt es einen besonderen Grund. Der steht auch in unserem Vers. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Der Grund, dass wir in jeder Situation Anlass haben zum Danken, das ist Jesus Christus. Das verdanken wir ihm. Erstens, weil Jesus zeigt, dass Gott uns nicht allein lässt. Der ewige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist ein Gott, der seine Geschöpfe lieb hat. Darum ist er in Jesus Mensch geworden. Und unser Gott hat am eigenen Leib erlebt, wie es ist, in dieser Welt zu leben und Mensch zu sein. Er versteht uns. Dann gibt Jesus denen, die an ihn glauben, Gewissheit vom ewigen Leben. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, begraben worden und am dritten Tag auferstanden, damit jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzen tut, das ewige Leben überkommt und nicht verloren geht. Schließlich gibt Jesus unserem Leben einen echten Sinn. Weil mit dem Tod nicht alles vorbei ist, spielt es wirklich eine Rolle, was wir tun und was wir sein lassen. Gott wird jedem vergelten, was sie oder er glaubt und da hat, sei es Gutes oder Böses. Durch Jesus Christus haben wir in jeder Lage immer auch Grund, Gott zu danken. Solange wir leben, können wir Gott danken für seine Liebe, für alle Ermutigung durch Jesus und dafür, dass er uns lehrt, wie wir leben können. Wenn wir leiden, dann können wir etwas von dem nachfühlen, was Jesus für uns gelitten hat. Und ihm danken, dass er das gemacht hat, um uns zu erlösen. Und sogar, wenn jemand stirbt, können wir Gott danken. Danken, dass der Tod nicht das letzte Ende ist. Danken, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird und denen, die an Jesus glauben, das ewige Leben gibt. Es bleibt noch eine letzte Frage. Wie macht man das, Gott danken? Wichtig ist, dass wir überhaupt einmal innehalten tun. Uns bewusst machen, was nicht selbstverständlich ist und wem wir es verdanken. Dass wir mal innehalten beim Verwachen und uns einfach freuen, dass Gott einen neuen Tag schenkt. Oder dass wir innehalten vor dem Essen und das bewundern, was auf dem Teller ist, was Gott hat wachsen. Dass wir innehalten am Schluss von einem Tag oder von einer Woche nochmal schauen, was gewesen ist und staunen, was Gott alles für Möglichkeiten gegeben hat. Oder dass wir uns mal Zeit nehmen, die Bibel aufzuschlagen und nachzulesen, was Gott sonst alles da hat und tut für uns. Und wenn wir uns das bewusst geworden sind, dann ist es ganz einfach. Dann heisst es einfach laut und deutlich Danke sagen. Danke Gott, dass ich leben darf. Danke Gott für Speis und Trank. Danke Gott für meine Mitmenschen. Danke für meine Arbeit. Danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mir das ewige Leben gibst. Und nebst dem gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Gott Danke zu sagen. Das ist Teilnehmen am Leben der Kirche. Teilnehmen an der Arbeit, die die Kirche tut. Ein bisschen etwas von der Zeit und Kraft, die Gott einem schenkt, ganz bewusst wieder investieren für sein Reich. Mitschaffen. Oder auch mitfeiern. Teilnehmen am Gottesdienst. Miteinander nachdenken über Gottes Wirken. Miteinander staunen darüber. Miteinander Gott Danke sagen. Gott kommt mit in das neue Jahr. Und darum gilt's. Sagt in allen Dank, denn dies ist Gottes Wille in Christus Jesus für euch. Auf Wiedersehen.